Wenn du 100 Leute fragst, was ihr allergrößter Traum ist, wirst du sehr unterschiedliche Antworten erhalten. Manche werden dir sagen, sie wollen eine glückliche Familie gründen. Manche werden dir sagen, sie wollen im Lotto gewinnen. Aber eine Antwort wirst du häufiger hören als jede andere. Ich will ein erfolgreicher Musiker werden. Die Gründe hierfür sind sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die was Neues erschaffen wollen. Es gibt Leute, die sich kreativ ausleben möchten. Es gibt Leute, die einfach gerne Musik machen. Aber es gibt auch noch andere Menschen. Menschen, die das alles aus nur einem einzigen Grund machen. Weil sie schnell reich werden wollen. Ich meine, man sieht diese ganzen Stars in ihren teuren Häusern und ihren teuren Autos. Man sieht diese Leute, die gefühlt über Nacht berühmt werden und deren Songs von heute auf morgen millionenfach geklickt werden. Sowas lässt dich glauben, es wäre möglich. Es lässt dich glauben, dass du es auch schaffen könntest. Aber leider ist das alles nicht ganz so einfach, wie man sich's vorstellt. Bei Spotify kriegst du gerade mal $0.004 pro Stream. Das bedeutet, wenn 1000 Menschen deinen Song hören, verdienst du 4 mickrige Dollar. Bei 10.000 Menschen $40, bei 100.000 Menschen $400. Klar, $400 klingt erstmal gut, aber Millionär wirst du so noch lange nicht. Du bräuchtest sehr, sehr, sehr viele Fans, die deine Songs regelmäßig Monat für Monat hören, um auch nur halbwegs von deiner Musik leben zu können. Und das ist der Punkt, an dem viele Menschen ihren Traum wieder aufgeben. Es hört sich einfach zu utopisch an, zu unrealistisch. Also, was machst du jetzt? Naja, du hast 3 Optionen. Erstens, du versuchst es weiterhin, investierst deine ganze Zeit da rein, gute Musik zu produzieren und hoffst, dass dein Talent irgendwann erkannt wird. Zweitens, du akzeptierst dein Schicksal und gibst deinen Traum wieder auf. Du suchst dir einen anderen Job. Oder drittens, du schummelst. Wenn du die dritte Option wählen würdest, dann bist du hier genau richtig. Willkommen beim großen Spotify-Betrug. Als Spotify 2008 gelauncht wurde, sollte der Streamingdienst die Musikindustrie für immer verändern. Jahrzehntelang war es so, dass man jedes Album, welches man hören wollte, einzeln kaufen musste. Aber eigentlich war eben klar, dass das Internet dieses bisherige Modell auf den Kopf stellen würde. Spotify lieferte zum richtigen Zeitpunkt eine Lösung. Anstatt für jeden einzelnen Song oder jedes einzelne Album Geld zu bezahlen, konnten Abonnenten jetzt 10 Euro pro Monat an Spotify geben und dafür so gut wie jeden Song auf der Welt hören. Musiker wurden ab jetzt also nicht mehr für den Kauf einer Platte entlohnt, sondern bekam einen kleinen Betrag pro Stream, welcher in etwa zwischen 0,003 und $0.005 liegt. Über die Auswirkungen dieses neuen Revenue-Modells könnte man ein ganzes Video machen, aber darum soll es hier nicht gehen. In diesem Video soll es vielmehr darum gehen, wie einige Leute schlau genug waren, dieses neue System für ihre Zwecke zu missbrauchen. Es soll darum gehen, wie auch du es schaffen kannst, Millionen von Streams auf Spotify anzuhäufen, ohne auch nur einen einzigen wirklichen Fan zu haben. Grundsätzlich gibt es hierfür 3 Methoden, von denen ich euch erzählen will. Allerdings wollen wir das schlichte Kaufen von Streams hier erst einmal überspringen. Wir wollen uns in diesem Video auf die wirklich kreativen Betrugsmaschen konzentrieren. Die Arten von Scams, bei denen man sich denkt, wieso ist da noch nie jemand drauf gekommen? Aber bevor ich euch von diesen Scams erzähle, hole ich mir erstmal einen Tee, denn ihr hört wahrscheinlich, ich bin ein bisschen krank. Und nutze die Zeit, um euch von dem heutigen Sponsor des Videos zu erzählen, und zwar Blinkist. Bevor ihr die Werbung jetzt skippt, ich glaube, dass wenn ihr meinen Channel feiert, ihr auch Blinkist sehr feiern werdet. Denn mit Blinkist könnt ihr die wichtigsten Inhalte aus über 6500 Sachbüchern und Podcasts in nur 15 Minuten durchlesen oder als Hörbuch hören. Viele von euch fragen mich immer, wie ich auf die Ideen für meine Videos komme, und ich kann euch sagen, es fängt sehr oft mit Blinkist an. Denn ich nutze die App selber seit, ich glaube, über einem Jahr jetzt. Beispielsweise haben mich die Blinks zu dem Buch Propaganda von Edward Bernays sehr fasziniert. Edward Bernays ist sowas wie der Vater der Public Relations. Ich habe auf dem Kanal schon sehr oft über ihn gesprochen. Und es geht in Propaganda darum, wie man die öffentliche Meinung zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Egal, ob in der Politik oder, was mich besonders interessiert, in der Werbung. Außerdem könnt ihr jetzt mit der neuen Funktion Blinkist Spaces einen Raum erstellen, in dem ihr Blinks direkt mit euren Freunden oder eurer Familie in der App teilen und empfehlen könnt, was ebenfalls super cool ist. Also, hört auf, eure Zeit die ganze Zeit auf TikTok zu verschwenden und probiert stattdessen mal Blinkist aus. Ihr kriegt jetzt noch bis zum 21. November einen Rabatt von 60% auf ein Jahresabo. Ich wünschte, ich hätte damals so einen großen Rabatt auf mein Abo bekommen, aber naja, gut für euch. Also klickt jetzt auf den Link in der Beschreibung, um mit einem 7-tägigen kostenlosen Probeabo zu starten, und ihr werdet sehen, die App lohnt sich wirklich. Danke nochmal an Blinkist für das Sponsoring, und wir machen weiter mit dem Video. Wir wollen in diesem Video über 2 Arten von Scams sprechen. Die erste Betrugsmasche, von der ich euch erzählen will, benötigt allerdings ein wenig Kontext.
actually heard that right. In 2014, funk band Wolfpack capitalized on a Spotify loop. 2014 wollte eine kleine Indie-Band namens Wolfpack auf Tour gehen. Mittlerweile ist die Band zwar ziemlich bekannt, damals sah das jedoch noch etwas anders aus. Sie hatten gerade mal 1000 bis 2000 aktive Follower, was zwar beachtlich ist, allerdings nicht mal annähernd ausreichend Einnahmen einbringt, um eine Tour zu finanzieren. Man muss schließlich Locations buchen, Ton- und Lichttechniker beauftragen, sich um Sicherheitspersonal kümmern und vor allem muss man diese ganzen Kosten vorstrecken. Was tut man also in so einer Situation? Nun, die Möglichkeiten sind beschränkt. Man kann sich entweder ein großes Label suchen, welches die Kosten für einen übernimmt, oder man kann beispielsweise eine Kickstarter-Kampagne ins Leben rufen und sich so durch die eigenen Fans finanzieren. Wolfpack entschied sich aber für keine dieser beiden Optionen. Sie hatten eine etwas andere Idee. Im März 2014 veröffentlichte die Band ein exklusives Album auf Spotify. Der Plan war es, die bevorstehende Tour durch dieses Album zu finanzieren. Es wäre eine Win-Win-Situation. Die Fans hätten ein Album zum Hören und Wolfpack könnte die Tour durch die Streaming-Einnahmen finanzieren. Aber Moment mal, wir haben doch gesehen, wie viele Fans man braucht, um auch nur halbwegs Geld auf Spotify zu verdienen. Selbst wenn alle ihre 1600 Follower zu der Zeit jeden der 10 Songs auf dem Album 50 Mal hören würden, wären das immer noch nicht ausreichend Einnahmen, um eine Tour zu finanzieren. Aber das Album, was sie rausbrachten, war kein Album wie jedes andere. Es hatte eine gewisse Besonderheit. So teilte die Band ihren Fans bei Release mit, dass Sleepify, so der Name des Albums, anders sei als ihre vorherigen Alben. Es sei sehr viel leiser. Tatsächlich glaubten sie, es sei das leiseste Album, das je aufgenommen wurde. Und genau das war es auch. Jeder Song auf dem Album war komplett lautlos. Die 10 Tracks auf Sleepify waren nichts als pure Stille. Es gibt das Album bis heute noch auf YouTube. Damn. 20.000 Aufrufe? Und es ist tatsächlich komplett still. Die Bassline bei 421 ist so geil. Die Frage ist jetzt natürlich, warum sollte eine Band ein Album ohne Musik releasen? Nun, die meisten von euch werden es sich wahrscheinlich schon gedacht haben. I'm proposing that if you stream Sleepify on repeat while you sleep every night, we will be able to tour without charging admission. Wolfpack wusste, dass wenn sie ein normales Album produzieren würden, sie niemals auch nur annähernd ausreichend Streams erreichen könnten, um eine Tour zu finanzieren. Sie überlegten sich daher einen etwas ungewöhnlichen Plan. Auch wenn Wolfpack zwar nicht viele Follower hatte, wusste die Band, dass sie eine sehr, sehr loyale Fanbase hatten. Das Ziel war es also, die Fans dazu zu bringen, das Album jede Nacht anzuhören und auf Repeat durchlaufen zu lassen. Die Rechnung war relativ einfach. Wenn man davon ausgeht, dass ein Fan 7 Stunden lang schläft, würde er in dieser Zeit 840 Tracks vom Album streamen und so $3.36 für die Band generieren. Wenn man dann 100 Fans dazu bringen könnte, das gleiche zu tun, würde Wolfpack also $336 pro Nacht verdienen. Auf einen Monat gerechnet wären das dann schon $10.000. Ausreichend Geld, um eine Tour zu finanzieren. Die Idee war sowohl einfach als auch genial. Andere Künstler hatten zwar früher schon versucht, die eigenen Fans dazu zu bringen, ihre Songs über Nacht auf lautlos durchlaufen zu lassen, aber Spotify erkannte es, wenn jemand sein Handy auf lautlos stellte und zählte diese Listens somit nicht als tatsächliche Streams. Es funktionierte genauso wie geplant. Innerhalb von kürzester Zeit erreichte Sleepify etwa 100.000 Streams pro Track und es ging immer so weiter. Aber ich weiß, was ihr wahrscheinlich alle denkt. War das alles überhaupt legal? Naja, das ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. 1952 veröffentlichte der US-amerikanische Künstler John Cage ein Musikstück mit dem Titel 433. Das Besondere war, dass dieses Musikstück, was 4 Minuten und 33 Sekunden lang ging, nichts als komplette Stille war. John Cage wollte so die Aufmerksamkeit auf die Idee lenken, dass Stille, selbst dann, wenn sie bewusst wahrgenommen wird, immer noch ein Klang ist. Es gäbe keine absolute Stille. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ihr könnt 433 bis heute auf Spotify finden. Wenn also so ein Song auf Spotify sein darf, wieso nicht auch ein ganzes Album? Folglich unternahm Spotify zunächst nichts. Als Sleepify dann aber immer mehr und mehr Streams bekam und schließlich bei 3,7 Millionen Streams angelangt war, beschloss Spotify endlich den Stecker zu ziehen. Das Album wurde von der Plattform verbannt. Aber die $20.000, die Wolfpack bis dahin theoretisch mit Streaming eingenommen hatte, wurden der Band dennoch ausgezahlt. Sie hatten schließlich gegen keine geltenden Regeln verstoßen. Wolfpack nutzte die $20.000 daraufhin, um ihre Tour zu finanzieren und sie spielten Gratis-Shows für ihre Fans in den Städten, in denen das Album am häufigsten gestreamt wurde.
Okay, das ist zwar alles eine ziemlich coole Geschichte, aber einige von euch werden jetzt sagen, $20,000 macht uns nicht reich. Vor allem, wenn wir das Ganze danach wieder für eine Tour ausgeben müssen. Aber wir sind ja hier, um Millionäre mit der Musik zu werden. Und dafür war Wolfpacks Plan nicht so ganz geeignet. Zum einen funktioniert dieser Scam nur ein einziges Mal. Und zum anderen brauchte Wolfpack ja zumindest ein paar Hardcore-Fans, die bereit waren, das Album rauf und runter zu hören. Was ist aber, wenn wir keinen einzigen Fan haben? Was machen wir dann? Nun, dann brauchen wir eine andere Betrugsmasche. Ihr kennt doch diese ganzen bekannten Spotify-Playlists, oder? Jede Woche erstellt Spotify ein Ranking mit den erfolgreichsten Playlists der vergangenen 7 Tage und sendet dieses Playlist-Ranking an die Big Player der Musikindustrie, damit die wissen, was gerade cool ist und was ankommt. Für gewöhnlich findet man in diesen Charts hauptsächlich Playlists, die entweder Spotify selber oder großen Labels wie Sony oder Universal gehören. Aber im September 2017 fällt dem Chef eines Major-Labels etwas Seltsames auf. Auf Platz 84 dieser globalen Playlist-Charts findet er eine bulgarische Playlist mit dem Titel Music from the Heart. Er hat diese Playlist noch nie gesehen. Sie gehört weder Spotify noch einem großen Label. Als er sich etwas verdutzt das Playlist-Ranking dann nochmal genauer anschaut, fällt ihm eine weitere, ebenfalls bulgarische Playlist auf. Soulful Music. Sie liegt sogar auf Platz 35 der weltweiten Playlist-Charts, was besser ist als jede Playlist von einem Major-Label. Der Labelchef merkt also schnell, dass hier irgendwas nicht stimmen kann. Nicht nur, dass die Playlist Soulful Music extrem viele Tracks enthält, ist auffällig. Nein, besonders seltsam ist, dass all diese Songs von scheinbar unbekannten Interpreten stammen. Als er etwas weiter nachforscht, findet er heraus, dass die einzelnen Tracks in der Playlist zudem alle nur etwa 1200 monatliche Hörer haben und die gesamte Playlist auf nicht mal 1800 Follower kommt. Zum Vergleich einmal, die bekannteste Deutschrap-Playlist Modus Mio hat etwa 1,9 Millionen Follower. Irgendwas ist hier also ganz komisch. Wie kann eine Playlist mit nur 1800 Followern eine der beliebtesten Playlists weltweit sein? Als der Labelchef dann auch noch merkt, dass alle Songs in Soulful Music etwa nur um die 30 Sekunden lang sind, begreift er es endlich. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Jeder Song auf dem Sleepify-Album war ebenfalls nur 31 Sekunden lang. Das war natürlich kein Zufall, sondern lag daran, dass Spotify einen Stream erst ab 30 Sekunden monetarisiert. Wenn ein Song also nur 20 Sekunden lang geht, kann man kein Geld damit verdienen. Wenn ein Song aber 31 Sekunden lang ist, kann man mit ihm genauso viel Geld verdienen, wie mit einem Song, der 10 Minuten lang ist. Es ist egal. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Es gibt hier eine random bulgarische Playlist, die nur etwa 1200 Menschen im Monat hören, in der jeder Song nur etwa 30 Sekunden lang ist. Und diese Playlist outperformt alle Playlists von bekannten Labels wie Sony oder Universal. Wenn ihr mich fragt, kann es hier nur 2 Möglichkeiten geben, die das Ganze erklären. Erstens, Soulful Music war so eine geile Playlist, dass 1200 Menschen sie einfach rauf und runter hörten, weil sie so unglaublich nice war. Oder zweitens, jemand in Bulgarien hat sich 1200 Premium-Accounts gekauft und ließ die Playlist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche durchlaufen. Aber Moment, warum sollte sich denn jemand überhaupt 1200 Premium-Accounts kaufen? Ich meine, das wären schließlich monatliche Fixkosten von 12.000 Euro. Nun, ich gebe euch eine mögliche Motivation. Nehmen wir mal an, jemand würde die Rechte an 467 mittelmäßigen Beats erwerben und diese alle auf Spotify in eine Playlist tun. Die durchschnittliche Dauer der Songs in Soulful Music betrug 43 Sekunden. Wenn man die Playlist also 24/7 einen Monat lang hören würde, könnte man etwa 60.000 Songs aus der Playlist hören. Macht man das Ganze dann mit 1200 Accounts, kommt man auf 72 Millionen Streams im Monat. Bei einem durchschnittlichen Verdienst von $0,004 pro Stream wären das also $288,000 jeden Monat. Angeblich waren die beiden Playlists Soulful Music und Music from the Heart 4 Monate lang online, bis sie runtergenommen wurden. Das würde einen potenziellen Verdienst von über $1 Million bedeuten. Aber Spotify hat diese Theorie nie offiziell bestätigt. Also man weiß das alles nicht so genau. Man weiß nur, dass es diese seltsamen Playlists mal gab. Wer oder was dahinter steckt, wissen wir nicht. Wenn es aber so abgelaufen sein sollte, wie es die meisten Menschen annehmen, dann wäre das wohl der größte Betrug in Spotifys Geschichte. Okay, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ihr habt es wahrscheinlich gehört, ich bin ein bisschen krank in diesem Video. Gute Besserung in die Kommentare schreiben. Sonst folgt mir auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und ich mache mir jetzt einen Tee.